Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Ja, wir sitzen hier in unserem neuen Gelenkbus und sind... Hallo, hier, nicht aussteigen. Entschuldigung. Hey, jetzt steigen schnell auf. Augenblick da, hier. Ja, wir müssen noch 30 Fahrgäste zum Observatorium befördern. Und das ist jetzt mein Plan für diese Runde hier. Schauen wir mal, ob wir das soweit hinbekommen in der Folge. So, Kollegin, runter davon wird. Zack. Meine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Ah ja, okay. Ihre Wochenkarte ist abgelaufen. Gut zu wissen. Aber ich habe deine Karten kontrolliert, also hast du Glück gehabt. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier unsere neue Tour. Griff zu den Sternen ist die Hauptmission und mal schauen, dass wir die 30 Fahrgäste hier befördert bekommen. Warte mal, ist das jetzt hier unsere Haltestelle? Jawohl. Haltestelle können wir direkt auch ausbauen, sehr schön. Auf Stufe 3. Ja, hier, das ist unsere Tour in Timber Ridge. Da müssen wir ran. Schauen wir mal, ob wir das diese Folge geschafft bekommen. Schön wär's ja. Warum hat der Party einem netten Mädel meine Nummer gegeben? Ich hoffe, sie ruft mich an. Ah, die wird schon anrufen, Kollege. Mach dir mal keinen Kopf. Das wird schon. Es gibt da eine tolle neue Ausstellung im Planetarium. Nur, Vorsicht. Dann auf hin zum Planetarium, würde ich sagen. Ich wollte ja auch noch mal schauen in dem Autokino, was hier auf der Seite ist, ob es da auch noch irgendwas. Ja, ich kann aber nichts dafür. Sie doch besser drumherum. Oh. Was? Was war das denn jetzt? Alter, was war denn das für ein Bug? Alles klar. Voll mit dem Bus fliegen gegangen. Krass. Das hatte. Das war aber kein. Hallo, ey, was ist denn hier los? Warum fliegt der Bus hier ständig weg? Ah, ey. Willst du mich verarschen? Okay. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ey, was war denn das für ein Bug? Also Astragon? Ey! Ich möchte am Wochenende wirklich gerne in den Bergen wandern gehen. Mal im Ernst, was ist denn da los? Das war doch vorher nicht. Guck das mal an! Ey, Astragon, was habt denn ihr da gemacht? Warum wollen die Leute immer gleich in den Bus steigen? Warum lassen sie uns nicht vorher raus? Was hat Astragon da gemacht, bitte? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, wir sind super pünktlich, ey. Außer, dass wir ständig umgegangen sind. Ich bin völlig durch. Seit ich mein Auto verkauft habe und jeden... Ey, Junge, 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 was ist denn da los? Das gefällt mir ja gar nicht jetzt hier. Das war doch vorher nicht. Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr diesen Fehler auch habt. Richtig nervig. Wenn das jetzt die ganze Zeit so ist, dann, ja, sorry, dann muss ich da mir was anderes einfallen lassen. Das geht ja dann gar nicht klar. Vor allem, wir kommen ja dann nicht weiter, ne? Naja, wir werden mal sehen. Ich könnte meine Scheinwäsche wieder ausmachen. Wow. Als wäre da ein Hindernis. Aber vorher war das nicht. Naja, gut, okay. Wir werden sehen, was passiert. Wir werden jetzt erstmal weiterfahren. Und mal schauen. Ah, da ist ein Rollstuhlfahrer. Ah, Rampe raus.
Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich einen Text vergessen. Zack. Jawohl, Zweitrag. So. Wir bauen erstmal die Bushaltestelle hier aus. Auf Stufe 7. So, der ist drin. So. Wer hört hier laut Musik? Hallo, schönen guten Tag. Einen Augenblick. Ah, oh, hier ist sie. Nein, ich habe sie vergessen. Tja, da hast du leider Pech gehabt. Irgendwann habe ich hier Musik gehört. Kann aber auch ein Fahrzeug neben gewesen sein. Okay, alles klar. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Fehler jetzt hier nicht nochmal wiederkommt. War ja voll mies. Und wir wollen die 30 Fahrgäste da befördern, ne? Die Aufgabe seht ihr jetzt nicht. Die steht leider in der unteren Hälfte der Nummer hier, der Aufgaben. Einmal rum. Ganz knapp. Oh, scheiße, das hat nicht gereicht. Verdammt. Ein Fahrgast muss immer, ja, da kommt steig aus jetzt hier voran. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Immer das gleiche Thema hier mit den Leuten, ne? Toll, jetzt ist hier voll der Stau. Alter, was ist denn das für eine Folge? Fängt ja schon richtig gut an hier. Mhm. Stopp. Fahren. Fahren, wir kommen nicht weiter. Jetzt bleibt der auch wieder stehen, ne? Ich drehe am Rädchen, ne? Fahr doch bitte mal. Es ist kein Auto unterwegs, ne? Aber die fahren nicht. Fahr doch bitte. Ach komm, ey. Das kann nicht wahr sein, ne? Ey, was ist denn hier bitte mit der Folge hier los? Können die da jetzt mal fahren? Ach, weißt du was, dann leg mich am Arsch. Mann. Katastrophe. Ist eine richtig nice Folge. Fängt ja schon richtig gut an hier, ey. Junge, Junge, Junge. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht auch wieder fliegen gehe, ne? Das war ja hier oben. Na ja, ganz ehrlich, das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht. Also da muss Astragon aber auch safe nochmal dran. Das nochmal nachpatchen. Irgendwo ist dann Fehler. Okay, auf der Spur hier anscheinend nicht. Schlagloch, ja. Naja, schauen wir mal. Warte mal, wir sind bei. Okay. Da ist wohl jemand eingeschlafen. Dann wollen wir den gleich mal aufwecken. Wobei, das werden wohl die Schlaglöcher erledigen. Jetzt habe ich durch die ganze Hektik hier meinen Text vergessen. Also nicht, dass ich hier einen vorgeschriebenen Text hätte oder sowas, aber. Das hat mich gerade voll rausgenommen hier. So, einmal hier rum. Was stimmt, ich konnte es nicht lesen. So, hier müssen wir die 30 Leute hinbringen. Da machen wir dann an der Rückfahrt. Vielen Dank, Frank, dass du mir auch noch mal geschrieben hast, dass wir wo noch ein hier so eine versteckte. So ein verstecktes Sammelobjekt ist.
2 in Lakeside, hat sie mir geschrieben. Müssen wir mal schauen. Das wird auch nochmal fahren. Vielleicht kriegen wir das gleich nochmal hin. Oder ich switch einfach gleich nochmal rüber. Hier wollte ich ja auch nochmal geschaut haben, ne? Hier, das könnte auch safe hier was sein, ne? So, ist die Haltestelle hier unsere? Nein, ist sie nicht. Oder? Doch, ist sie wohl. Stopp. Jawohl, sehr schön. Und auch diese können wir ausbauen. Auf die Stufe 3. Sehr schön. So, warte mal, irgendjemand war doch eingeschlafen, ne? Schönen ja, Tag. Hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine... Nee, klar. Nee, es geht um meine Haare. Hier. Ja, die Haare, die wachsen... Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Krass, die haben einen neuen Text da reingemacht. Okay. Und woher kannte ich die Stimme? War das Gronkh? War die Stimme von Gronkh? Jetzt mal im Ernst. Okay. Also ich bin fast baut mit ja. So, bitte nicht stehen bleiben. Fahren. Bist du sicher? Letztes Mal hast du das auch gesagt und dann hat es nur geregnet. Also die haben... ich sehe es gerade. Stopp. Jetzt. Ich höre gerade, dass die da neue Texte eingesprochen haben. Auf jeden Fall nicht schlecht, wenn da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. So, diesmal bin ich auch hier direkt richtig gefahren. Sehr schön. Dünn, dünn. So, wollen wir eben schnell raus hier mal, ne? Mal auf schneller Basis einen Screenshot machen. Zack. Hey. Eine Fahrkarte bitte. Gerne. Was kriegst du denn? Ein Seniorenticket kriegst du. Auf Tagesticket. Auf 460 zurück. Danke. Bitte. Gerne. So, zack. Und weiter geht's. Oh, Vorsicht, Taxi. Und einmal hier rum. Oh, langsam, langsam. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Cliffview, der nächste halt, meine Freunde. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das jetzt gleich nochmal... Kein Problem, können wir machen. Bitteschön. So, und die alte Stelle können wir ausbauen. Sehr schön. Zack, und was war mit der? Die nicht, okay. So, ist sie raus? Ja. Jawohl, sehr schön. Und weiter geht's. Na komm, jawohl. Alter, was haben die denn hier für Pfützen hingemacht? Das sind eine halbe Seen. Die Leute nass sputzen, ey, ne? Leider nicht. So, und da sind wir schon am Ende der Tour hier. Letzte Haltestelle der Tour.
Haus Garden Grove und die Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Jawohl, haben wir die auch schon mal alle auf 5 hier. Sehr schön. Das gefällt mir. Wenig los hier gerade auf der Tour. Außer das mit den Fehlern gerade. Wie viel haben wir jetzt? 5:26 Uhr. Nächster Halt Observatorium. Ich hoffe, es sitzen genügend Leute im Bus. So, jetzt hier einmal rum. Oh mein Gott. Jetzt fährst du bis zum Observatorium mit. Jung. Dann schauen wir mal, wie viele Fahrgäste wir da jetzt rauslassen. Oder einsammeln, je nachdem. Ich hoffe, das reicht dann schon. Oh, ist das hier? Nee. Aber auf der Minimap ist das manchmal echt schwer zu erkennen, ne? Wir fahren mit überhöhter Geschwindigkeit. Wer soll hier in dem Bus dein Handy gesehen haben? Jeden Tag katastrophaler. Ja, da gebe ich dir recht. Die Straße ist wirklich Katastrophe. Hier muss das Bauunternehmen von Scheibenwilli mal hin und mal hier Straßenbauaufträge machen. Vorsicht, auf dem Weg. Ich antitsche hier. Muss ja nicht sein. So, jetzt hoffe ich echt, dass hier nicht wieder irgendwelche Fehler am Start sind. Ja. Boah, da stehen nur zwei Leute. Boah, das ist traurig, ey. Naja, gut. Auf jeden Fall können wir die Bushaltestelle ausbauen. Das ist doch schon mal was. Und wir haben Zahltag. Und wir haben immer noch nicht die 30 Fahrgäste hier angeliefert. Verdammt! Das ist echt eine lange Tour, ne? Am Tag haben sie wenigstens eine Fahrkarte. Hier. Danke. Was ist mit dir? Hier ist sie. Schrei doch hier hinten nicht rum. Also hier ist ja der Bus komplett leer. Was ist denn hier los? Das finde ich aber nicht so geil, ne? So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier wieder den Fehler haben. Oh, jetzt bin ich zu früh. Ja, moin. So, schauen wir mal. Ich hoffe nicht. Wo war denn das? Das war hier vorne irgendwo, ne? Ein Fahrgast muss aussteigen. Ja, jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal hier prüfen, ob das hier funktioniert. Dindön. Oh, hier steht ein Blitzkasten. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Fahrgast ignoriert. Ja, ich habe hier gerade andere Sachen zu tun, deswegen. Okay, jetzt war der Fehler hier. Obwohl, wir sind noch nicht am Ende der Nummer hier, ne? Jetzt weiß ich auch nicht, ob das Name Observatorium war. Mhm. War ja Stufe 2, ey. Hart. So, wir sind zu früh. Direkt mal hier Fahrkartenkontrolle. Schönen guten Tag. Dich hatten wir schon, ne? Hey, Lady. Na klar. Dich die Boobs so rausstrecken. Obwohl, doch, mach. So, zack. Und weiter geht's.
Laut Fahrplan bin ich immer noch zu früh. Verdammt. Ich will nicht zu früh sein. Ding dong. Ah, die Haltestelle hier lohnt sich ja auch gar nicht, ne? Da bist du, fährst du 5 Meter und bist schon wieder da, ey. Die hätte ich mal auf der Rückfahrt irgendwie einsetzen sollen. Na, ist egal. Was habe ich da gehört, der dämliche Bus da? Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte willst du haben. Oh, Studenten. War das ein Eichhörnchen da drüben? Mhm. Neongelbes. Danke. Gerne. Und wir sehen immer noch zu früh. Die Haltestelle, die hätte ich wirklich auf der Rückfahrt hin hier reinsetzen sollen. Ne? Dann müssen wir wenigstens nicht so durchziehen. Naja, ist egal. Vielleicht baue ich die Strecke nochmal um. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Die nochmal umzubauen und dann die Haltestelle auf der Rückfahrt mitzunehmen. Weil hier haben wir ja auch schon wieder eine Haltestelle. Die sind echt viel zu nah beieinander. Und wir können hier ausbauen. Tschö, hau rein. Ist nur die Frage, ob wir da überhaupt anhalten können auf der Rücktour. Schönen guten Tag, Ihre Fahrkarte bitte. Ja, danke. Was mit dir? Wo hab ich denn... hier, bitte. Was ist denn eigentlich hier los? Wo sind denn hier die ganzen Leute? Ich fahre hier immer nur 2 Leute durch die Gegend. Ist ein bisschen wenig, wie ich finde. So, jetzt fahren wir wieder hier den Berg runter. Also anscheinend ist der Fehler hier weg jetzt, ne? So wie es aussieht zumindest. Okay, dann weiß ich nicht, was es war, ne? Also irgendwo war da ein Fehler drin. Der jetzt offensichtlich nicht mehr erscheint. Ich meine, ich bin froh. Ganz ehrlich, das wäre ja echt nervig gewesen. Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit so einen Fehler gehabt hätten. Absolut überpünktlich auf jeden Fall. So, kommt rein hier und hoffentlich bleibt ihr alle sitzen bis Observatorium wieder. Fahrgastrücke laut Musik irgendwo. Was steht die hier rum? Was geht mit der ab? Hallo? Naja, egal. Macht mir ein bisschen Angst, wenn die hier so in meinen Nacken reinatmet. Nächster Halt, Indian Avenue. Also ich muss auf jeden Fall mal schauen, ob ich die Tour hier nochmal umbastel. Zumindest dann eine Haltestelle von den dreien, die hier nach dem Observatorium kommen, dann auf die Rückfahrt lege, weil sonst fahren wir da einmal komplett durch. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist, ne? Aber gut, schauen wir mal. So. Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Komm, Kollege, fahr. Danke. Wie viel haben wir eigentlich jetzt hier? 5:35 Uhr? Was? Wirklich? Ja. Ich hab gewonnen? Oh, du liebe Zeit! Du liebe Zeit! Oh! Oh. Er hat gewonnen. Ein Packung Kaugummis. Und er rastet völlig aus. So. Wow. Geil, ne? Hier. Es geht da draußen ab, wie bei Musik. Das ist das, was ich eben gehört habe. So, 2 Fahrkarten braucht die. Danke.
Bitte, kein Problem. Die Leute sehen mich immer so komisch an, wenn ich mit meiner Katze spazieren gehe. Da würde ich mich echt mal fragen, warum. Alter. Kommst du um die Ecke, da stehen die hier. Ja, ich habe das Fach bestanden. Jetzt kann ich mich auf die Abschlussprüfung konzentrieren. Na ja, schönen Glückwunsch. Was für ein Fach war denn das, würde mich mal interessieren. So. Einmal hier rum. Es wird langsam hell. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Uhr geht immer ich die liebe meine Frühschicht. Katze einfach so sehr. Das ist ein kleiner Psychopath. Sind uns noch im Bus? Krass. Da ist wieder jemand eingepennt. Dann müssen wir gleich mal ran. Alter, jetzt. Ja, genau. Jetzt laufen die alle über den Zebrastreifen oder was? Alter, was? Bin ich 8 Minuten zu früh? Okay. Und ich wollte sagen, was ist das für ein Fehler? Warte mal. Was für ein Bus fährt hinter uns? Ah, okay. Ob ich ein neues Pianostück komponieren soll? Meine Mutter hat bald Geburtstag. Ich bin 8 Minuten zu früh. Das ist ein bisschen sehr hart zu früh, ne? Naja, gut, wir werden sehen. Schauen wir mal. So, hier hätten wir auf jeden Fall auf der Gegenfahrbahn eine Haltestelle. Ich muss echt gucken, ob ich die umbaue. Also besser wäre es, ne? Weil hier jetzt die ganze Zeit zu durchzuballern. Oh, bitte etwas vorsichtiger. Ja, kein Problem. Krieg ich hin. So, hier die vielleicht. Abruptes Abbremsen. Ja, was soll ich machen? Solche Leute über den Haufen fahren raus. Hier die Haltestelle hier zum Beispiel, ne? Die könnten wir safe auf die Tour hier setzen. Und die da gegenüberliegend rausnehmen. Komm, lauf schneller da, Opa. Mach voran. Jetzt her. Ich habe zwar 8 Minuten oder bin ich immer noch 7 Minuten. Ich habe gehört, der Schauspieler von Carlos braucht ein Stunt-Double, nachdem er sich bei den ganzen Kussszenen den Kiefer verrenkt hat. Carlos kann anscheinend nicht küssen. Verrenkt sich den Kiefer beim Küssen? Was ist das denn da? Ich hupe nur mal vorsichtshalber, nicht, dass wir jetzt hier losrennen. Alter Schwede. Wir brauchen safe hier noch eine Haltestelle auf der Rückfahrt. Das geht so nicht. Ich werde die mal umbauen. Dann schauen wir mal. Damit wir hier mal die 30 Leute hier an den Start kriegen. Auf geht's Richtung Tourenende. Um die Tour wieder neu zu starten. Ja, komm, fahr. Weiter. Nicht stehen bleiben, weiterfahren. Danke. Ja, komm, zieh durch. Abrechnung Eclipse Bay. Katastrophische Wortwitze sind immer schnurrlich. Okay, ja. Aber was Schlaglöcher hier sind, du, ey. Richtig miese Tour. Hey! Haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Ja, und ich will jedes mitnehmen, was ich kriegen kann. Gerade. Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Okay. Ja, das willst du gar nicht wissen, was dann passiert. Das soll ich hier jetzt schon mal, ne? Das will die echt nicht wissen.
So. Zack. Jawohl, und auch die Haltestelle können wir wieder ausbauen. Perfekt. Das läuft doch wie geschmiert. Und schon wieder Zahltag. Alter Spiele, wie viele Zahltage haben wir heute hier? Ich gebe auf jeden Fall Geld ohne Ende, ne? Also wir haben auch schon Geld ohne Ende, das muss man dazu sagen. Auf Fahrplan bin ich hier zu früh. Ich will nicht zu früh sein, ich will doch einmal nur pünktlich sein, aber ich kann ja schlecht 6 Minuten hier warten. Ja, was ist denn los? Seit ich im Ruhestand bin, muss ich unbedingt reisen. Tja, alter Mann, wenn du das leisten kannst, warum nicht? Na, dafür geht man in den Ruhestand. Alfonso. Ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Zeit und Geld kann hat, vorbeikommen? Dann sollte man die Welt bereisen. Warum denn nicht? Das sehe ich genauso. Wow, Vorsicht. Und wir haben wieder einen Rollstuhlfahrer am Start. So. Parken in Perfektion. Genau. Einmal Rampe. Einmal Bushaltestelle ausbauen, jawohl. Sehr gut. Jetzt geht's nach Cliffview oder wie das heißt. Ist der drin? Guten Tag. Moin. Hallo, oi. Oh, Augenblick. Da. Hier ist Cowboy. Bitte. Moment. Hier. Stands? Hier, bitte. Danke. Klar. Ja, hier. Danke. Oh nein. Ah ja. Ich hab sie verloren. Mhm. Hier ist die Fahrkarte. Und wo hier ist ein Foto meiner Katze. Denn? Sie heißt Mounty. Ah, hier. Was? Ach so, hier. Alles klar. Ja, haben wir wieder einen erwischt, ne? Zack. Ha. Geld in die Kaffeekasse. So, muss man wieder hin. Rampe wieder rein. Und ab dafür. So, weiter geht's. Cliff Bay. Nee, Cliff U. So. Hi. Gehen Leute Abend ins Kino? Ja, kein Problem. Ach, echt? Drohnenschwarm, okay. Sehe ich mir mal an. Klingt spannend. So, zack, die vorletzte Haltestelle hier von unserer Tour. Ah ne, ist sogar die letzte. Jawohl, zack. Dein Bus wurde zu einer außergewöhnlichen Fahrt. Was? Ah ja. Okay. Naja, dann soll hier mal ein Kollege weiterfahren. Zack, sehr schön. Wir sind eigentlich auch schon am Folgenende angekommen. Aber, tschö, hau rein. Ich will doch noch mal eine Sache hier jetzt schauen. Ne? Frank, du hattest mir ja geschrieben, in Lake, wo war das? Moment. In Lakeside. Machen wir Lakeside. Lakeside, Lakeside, Lakeside. Wo war Lakeside? Moment. Hier oben. In Lakeside View an der Haltestelle, Moment, St. Louis Road. Wo haben wir die denn? Wo ist denn hier St. Louis Road? Da haben wir sie. Da machen wir mal eben eine Schnellreise hin. Ich sehe gerade, da haben wir auch alle Stufe 3 noch, ne? Mann, verdammt, da müssen wir auch nochmal ran. Und hier wäre ein Labyrinth, hat sie mir geschrieben. Okay, wollen wir uns das mal anschauen. Ja, hier drüben, ne? Ja, gehen wir nochmal rein. Vorsicht, bitte mich nicht über den Haufen fahren, danke. So, gucken wir mal hier. In Lakeside View.
wie wir an das Sammelobjekt rankommen. Der Weg scheint vorgegeben zu sein. Sehr schön. Okay, schauen wir mal. Wow. Ah, hier über mal gucken. Okay, da komme ich nicht ran. Ich glaube, wir müssen hier rum. Okay, ich glaube, das war falsch. Wo ist dieser Ausgang? Oh, ja doch richtig. Ah, guck mal an hier. Was ist mal hier? Ah ja. Machen wir mal ein Screenshot. Und da ist auch schon das Sammelobjekt. Genau. Machen wir mal hier ein Screenshot. Das sieht viel besser aus. Zack. Warte mal. Ah, ungefähr so. Nice. Herrlich. Und wir haben ein neues Sammelobjekt gefunden. Vielen Dank, Frank, für den Tipp. Herrlich. Das gefällt mir. Juhu. So, jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen. Wahrscheinlich laufen wir hier wieder zurück. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also, hier an der... Wie ist die jetzt? St. Louis Road, Leute, in Lakeside View. Einmal durch das Labyrinth rennen, dann findet ihr hier das Sammelobjekt. Sehr schön. Dann müssen wir nur noch mal hier wieder rauskommen irgendwie. Tada! Herrlich! Nice! Halt, Vorsicht! Ich will nicht überfahren werden. Jawohl! Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal Folgenende. Kann ich mich hier hinsetzen? Nein. Und ich werde mal die Tour da umbauen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, dass wir die Fahrgäste da noch transportiert bekommen. Frank, könntest du mir das mit dem Sammelobjekt in Chinatown nochmal in die Kommentare schreiben? Das muss ich jetzt extra nochmal die E-Mail raussuchen. Wäre nochmal ganz nice. Das geht dann einen Ticken schneller. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge auch nochmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn sie jetzt nicht so mega spektakulär war. Das mit dem Fehler am Anfang hat mich kurz rausgenommen. Aber das hat sich ja zum Glück wieder eingerenkt. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh. Und ja, ihr wisst, wie es geht. Kommentieren, bewerten, Abo dalassen. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und schauen wir mal, wie es hier weitergehen wird. Ich bedanke mich und sage bis demnächst. Ciao, ciao.